Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ach. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen was zum Verdauen, weil manchmal ist die Recherche für diese Reviews tatsächlich wirklich körperlich anspruchsvoller, als ich es gedacht habe. Beispielsweise gibt's ja bekanntermaßen Kombinationen von drei Wörtern, die einem einfach körperliches Unbehagen verursachen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Adam Sandler in... Oh. Entschuldigung, da hat's mir wieder erwischt. Aber eine Kombination von Wörtern, die mich wahnsinnig hart getroffen hat heute, ist Promising Young Man. Und es ist mehr oder weniger eine ganz furchtbare, tragische Geschichte. Vor einigen Jahren hat nämlich ein amerikanischer Student namens Brock Turner eine bewusstlose Kommilitonin vergewaltigt und wurde aber, obwohl er zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, nach 3 Monaten wieder entlassen, weil ihn der Richter als Promising Young Man bezeichnete. Entschuldigung, da ist es wieder. Also quasi als vielversprechender junger Mann. Gut, ich würde eher sagen, er ist ein Arschloch und genau dort, wo er hingehört. Aber offensichtlich ist das auch im 21. Jahrhundert immer noch üblich, dass man ihm insbesondere sexuelle Übergriffe von Männern an Frauen bagatellisiert runterspielt und sagt, Jocke war ja eh nix, gut, die hat ja eh nur geschlafen. Und das ist etwas, das darf einfach nicht sein. Während die MeToo-Bewegung in den letzten Jahren wirklich rabiat versucht hat aufzuräumen und Dinge aufgedeckt hat, die bis hin zu Filmproduzenten-Mogulen wie Harvey Weinstein raufgegangen sind, einfach gnadenlos zutage gefördert hat, gibt's natürlich trotzdem vor allem im kleineren Bereich immer noch Dinge, die man einfach, bei denen man einfach nicht wegschauen darf und wo einfach noch Handlungsbedarf ist. Stichwort Dickpics, die man ungefragt verschickt, unter den Rock fotografieren, wie es in Japan teilweise üblich ist und so weiter und so fort. Aber es gibt auch interessante, sagen wir mal proaktivere Konzepte und mit einem davon beschäftigen wir uns heute. Das Rape and Revenge Genre ist ja spätestens, also eigentlich frühestens schon seit Ingmar Bergmanns Der Jungfrauenquelle, aber spätestens zumindest seit Miyazakis I Spit on Your Grave eigentlich in aller Munde. Wir kennen das Genre für diejenigen, die da jetzt neu sind. Eine Frau wird vergewaltigt, meistens 40 Minuten lang, und dann rächt sie sich. Meistens 40 Minuten lang. Damit ist mehr oder weniger der komplette Inhalt, der auf eine Briefmarke geschrieben werden kann, abgehakt und danke, auf Wiedersehen. Aber das, was wir jetzt in den übrigens wahnsinnig clever betitelten Film Promising Young Woman von Emerald Fennell sehen, das ist etwas ganz anderes. Eine Dame, gespielt von Carey Mulligan, tut nämlich einfach beim Fortgehen so, als wäre sie komplett bis nahe an die Bewusstlosigkeit angesoffen, nur um dann von einem Mann, der ja nur nett sein will und sie in Sicherheit nach Hause bringen will, abgeschleppt zu werden, nur dass das dann natürlich in 99,9% der Fälle zu etwaigen Übergriffen führt, wo sie dann allerdings komplett ihr Verhaltensmuster ändert, zeigt, dass sie tatsächlich alles andere als sturzbetrunken ist und einen wilden Vortrag hält und mehr oder weniger dem Mann die Leviten liest und dazu auffordert, das nie wieder zu tun, weil es ja auch einige andere gibt, die ganz offensichtlich auf dieselbe interessant durchdachte Idee wie sie gekommen sind, dass man da im besten Fall aufpassen muss. Mehr oder weniger, der Film wird gestoppt, bevor das Rape and Revenge überhaupt zum Rape kommt, als würde man mehr oder weniger den Filmstreifen nach dem Vorspann schon abschneiden. Das ist ein wahnsinnig interessantes Konzept, das aber in dem Film Promising Young Woman nicht nur wahnsinnig interessant durchdacht und außerdem verdammt gefährlich ist, das aber im späteren Verlauf des Films dann noch einige Nuancen als Unterlage und als Charaktermotivation bekommt und wo wir dann letzten Endes erfahren, warum Cassie das alles macht und wie das mit tragischen Ereignissen in ihrem Leben zusammenspielt, bis hin zu einem wilden Ende. Und mehr möchte ich tatsächlich über den Inhalt von Promising Young Woman gar nicht sagen. Es ist mehr oder weniger ein Rache-Thriller, der allerdings jetzt quasi nicht einen großen Racheakt im Sinne von einem großen Actionfilm oder eben Rape and Revenge-Streifen zeigt, sondern viele kleine Nuancen und eben tatsächlich einen Charakter im Zentrum hat, der sich offensichtlich wirklich bemüht, den meisten Leuten
diesen Teufel auszutreiben, bevor sich der überhaupt auf irgendeinem Schulterchen manifestieren kann. Dass natürlich dann auch noch eine höher geordnete Agenda dahinter ist, das ist klar, aber was bei weitem nicht so klar war, wie ich den Film begonnen habe, war, wie verdammt nochmal zu Recht Promising Young Woman nicht nur einen Oscar gewonnen hat, sondern auch noch für einige weitere nominiert war. Der Film war nominiert als bester Film des Jahres, für die beste Hauptdarstellerin Carey Mulligan, für die beste Regie und für den besten Filmschnitt. Dabei hat dann allerdings die Autorin Amaranth Ferrell für das beste Drehbuch tatsächlich den Oscar mit nach Hause genommen, was ein absolut bemerkenswertes Ding ist, weil sie mit ihrer Oscar-Nominierung nämlich auch als Regisseurin erstens einmal nur die 28. Person und erste Frau überhaupt war, die für ihren Debütfilm eine Oscar-Nominierung für die beste Regie bekommen hat, wovon aber nur relativ wenige das überhaupt auch bekommen haben. Das ist wahnsinnig spannend. Aber was eben beeindruckend ist, ist, dass dieser Film gar keine Gnade kennt, vor allem eben auch dann nicht vor seinem Publikum und sich nicht davor sträubt, unangenehme Dinge zu zeigen, was am Anfang mit seinen Zuckerlfarben in Wirklichkeit sicherlich nicht ungewollt beginnt wie ein Britney Spears Musikvideo. Und das ist definitiv nicht ungewollt, weil tatsächlich Amaranth Ferrell sehr viel Musik aller It's Raining Man, Charlie XCX, Britney Spears, Lindsay Lohan und so weiter als Soundtrack für diesen Film verwendet, aber gerne das Ganze variiert und in relativ gruseligen Abwandlungen. Also ganz ehrlich, die Szene und die Art, in der Britney Spears' Toxic dann gegen Ende des Films in der Einleitung des dritten Akts gespielt wird, das ist wahnsinnig beeindruckend. Und dass sie eben sehr wohl zeigt, wie man verschiedene Emotionen mit diesen Musikstücken auch anheizen kann. Das ist interessant, wie der Film quasi seine quietschbunte Optik eigentlich fast als Art Harley Quinn-Interpretation sehen könnte, was natürlich auch dadurch verstärkt wird, dass Harley Quinn persönlich, nämlich Margot Robbie, bei dem Film mitproduziert hat, das aber meiner Meinung nach eben ein etwas reifer wirkenderes Gesicht wie das von Carey Mulligan definitiv für den Charakter, den sie in dem Film darstellt, absolut passender war und dass der Film aufgrund seiner interessanten Struktur und vor allem eben aufgrund seines interessant widersprüchlichen Aufbaus, teilweise eben von quietschbunt fröhlich wirkenden Szenen beziehungsweise eben Carey Mulligans mehr oder weniger grundsätzlich schaßfreundlichen Grinsen eigentlich bis hin zum Exzess, als absolut konterkarierend zu dem, was sie sagt oder macht, einfach nur großartig wirkt und großartig beeindruckt und dabei nämlich eben auch nicht nur ihre Opfer on screen, sondern auch das Publikum gerne mal auf eine falsche Fährte lockt und dass der Film dann gegen Ende in eine komplett andere Richtung geht, als man das erwarten hätte können. Und alleine durch das Ende, das ich selbstverständlich in diesem Video nicht spoilern werde, ist Promising Young Woman einer der besten Filme des letzten Jahres gewesen. Einer, der von Universal Pictures, einem der wenigen Major-Studios übrigens, die sich bis heute immer noch trauen, auch ungewöhnliche, nicht ganz mainstreamige Kost von Promising Young Woman über Nobody, über Violent Night oder sonst irgendetwas zu finanzieren, zu produzieren und auch in die Kinos zu bringen. Großes Lob an der Stelle. Trotzdem nur als Standard-Edition im Keepcase auf DVD und Blu-ray veröffentlicht worden. Und jetzt, Ende 2022, nämlich genauer gesagt am 1. Dezember, gibt's dann über das Label Nameless, beziehungsweise produziert von Nameless im Auftrag von Universal, eine Neuauflage des Films mit insgesamt 5 verschiedenen Cover-Artworks. Dabei ist das Cover A im Übrigen als einziges Motiv limitiert auf 405 Stück. Bei allen weiteren Motiven, die wir uns jetzt dann im weiteren Verlauf von diesem Review anschauen, gibt es nur 402 Stück. Aber ich denke mir, dass das eines der bekanntesten Motive zu diesem Film ist. Das ist ja auch dasselbe Motiv, das mit einer etwas anderen Textplatzierung damals als Standard-Keepcase-Motiv einerseits auf der DVD und andererseits auf der Blu-ray zu finden war. Dann gibt's noch das Cover B, ab jetzt eben dann nur mehr limitiert auf 402 Stück, wo ich tatsächlich ganz besonders diese
Lippenstift-Schreibweise bzw. die Art, wie dieses Bild eigentlich mit seiner Schärfeebene fast ein kleines bisschen ungewöhnlich aussieht. Sehr mag vor allem eben, weil das hier wirklich so wirkt, wie es ja eben auch in dem Film passiert, dass sie da etwas auf einen Spiegel, dann halt mehr oder weniger spiegelverkehrt geschrieben hat. Das ebenfalls ein sehr interessantes Motiv. Dann wechseln wir zum Cover C. Das ist mehr oder weniger das auf der Lauer liegen Motiv, aber auch das ein Bild und ein Image, das in dem Film tatsächlich genauso vorkommt. Und das finde ich eben auch die Art, wie sie ihre Beute aussucht, beziehungsweise dann teilweise ausspioniert, sehr, sehr schön auf den Punkt bringt und eben als Covermotiv für den Film dadurch definitiv auch seine Berechtigung hat. Wechseln wir dann zum Cover D. Das ist natürlich auch was wirklich wahnsinnig Schönes. Einerseits natürlich das umgedrehte Kreuz, das sie in dem Fall darstellt, diese laufenden Lippen, die ein kleines bisschen eben wie die Tötung des Rolling Stones KISS-Logos ausschauen, beziehungsweise die Tatsache, dass sie in dem Film ja auch generell ganz gern durch die großartige Bildsprache der Regisseurin und des Kameramanns, dazu kommen wir gleich noch, ein bisschen wie ein Engel dargestellt wird, ist das natürlich auch ein wirklich schönes und vor allem auch gezeichnetes und wundervoll hier auf dem Mediabook aufbereitetes Cover. Und last but not least kommen wir auf das Cover E. Das ist dann wiederum ein Bild, und das sich an einer Szene aus dem Film ganz besonders anlehnt, nämlich eben an dem Finale, beziehungsweise dem Outfit, das sie in dem Finale trägt. Und auch hier ist es eigentlich interessant, dass für mich persönlich dieses Motiv auf den ersten Blick eigentlich relativ unbeeindruckend gewirkt hat, weil ja quasi ihr Kopf nur einen Teil von diesem Motiv wirklich einnimmt und der Titelschriftzug relativ groß ist. Wenn man allerdings den Film dann gesehen hat und weiß, was dieses Kostüm dann für den Film und seine Handlung und seine Charakterweiterentwicklung aussagt, ist das auch ein wirklich wahnsinnig interessant gewähltes Motiv. Aber vielleicht bevor wir jetzt eben weitermachen und uns wirklich mit der heutigen Veröffentlichung direkt beschäftigen, vielleicht noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen des Films. Emerald Fennell als Autorin und Regisseurin von dem Film haben wir ja bereits angesprochen, aber interessanterweise war das neben dem nach dem Kurzfilm Careful How You Do die erste Spielfilmregiearbeit von ihr, aber sie ist auch in einigen Rollen als Schauspielerin in Erscheinung getreten. So hat sie in 7 Folgen der Serie The Crown beispielsweise die Rolle unter anderem von Camilla Parker Bowles übernommen. Carey Mulligan kennen wir natürlich, sie wurde bereits zum 2. Mal für einen Oscar nominiert. Ihre erste Nominierung war bereits im Jahr 2010 für ihre Hauptrolle in dem Film An Education. Außerdem war sie beispielsweise in dem Film Drive aus dem Jahr 2011 an der Seite von Ryan Gosling zu sehen, beziehungsweise war um diese Zeit herum in einigen größeren Kinofilmen, beispielsweise dem zweiten Wall Street Teil in Public Enemies mit Johnny Depp, hat außerdem gemeinsam mit Leonardo DiCaprio in Der große Gatsby von Baz Luhrmann gespielt, war beziehungsweise bei den Coen-Brüdern bei Inside Llewyn Davis. Außerdem sehen wir in der zweiten Hauptrolle Bo Burnham, der ebenfalls eine relativ interessante Geschichte und eine relativ auch interessante Karriere hingelegt hat, was einerseits interessant ist, weil es gibt eine Szene, da schlatzt sie ihm im Coffeeshop in den Kaffeebecher und er hat es dann auch wirklich getrunken. Offensichtlich dürfte es Corona noch nicht gegeben haben, beziehungsweise doch andere Krankheiten hat es sicher schon gegeben. Das ist draußen irgendwie grauslich. Aber Bo Burnham ist witzigerweise als Schauspieler damals noch gar nicht so sehr in Erscheinung getreten, hatte allerdings trotzdem schon einige Credits in der IMDb, denn bei ihm handelt es sich in erster Linie um ein Internet-Celebrity, verachtenswerte Kreaturen, wirklich, der sich bereits im Dezember 2006 mehr oder weniger ins Herz von einer größeren Zuhörerschaft gesungen hat, weil er auf seinem YouTube-Kanal ein Lied veröffentlicht hat und dann später eben weitere Lieder, Alben und teilweise eben diese Alben und Musikstücke sogar zu einzelnen Theater-Performances, die dann weitestgehend auch zu Netflix-Specials, Netflix-Comedy-Specials wurden und dass er dann tatsächlich später zu einem ernstzunehmenden Schauspieler wurde, der nämlich auch dramatische und ernste Rollen wie eben hier in Promising Young Woman
spielen konnte. Damit hätte ich eigentlich fast nicht gerechnet. Weiter sehen wir in dem Film Alison Brie in einer absolut großartigen Rolle, die wir als Annie Edison zum Beispiel in 110 Folgen der Serie Community gesehen haben, die zuletzt auch in 30 Folgen als Ruth Wilder in der Serie Glow gespielt hat, beziehungsweise als Amber in The Disaster Artist. Daher kam sie mir bekannt vor. Und sie war in einer Folge die Nina in Hannah Montana. Gut, ich habe eine Platin-Trophy bei Hannah Montana auf der PS3. Ich glaube, ich sollte mich als Letzter aufregen. Clancy Brown spielt eine Rolle in dem Film. Und auch er ist absolut großartig als Sergeant Zim in Starship Troopers, als Alan Smith im Nightmare on Elm Street Remake, das ich tatsächlich besser fand als viele andere. Beziehungsweise natürlich absolut fantastisch als Captain Hadley in Die Verurteilten, Shawshank Redemption. Aber er war zum Beispiel auch die Stimme von Mr. Krabs in 250 plus Folgen von SpongeBob Schwammkopf. Wir sehen in dem Film Adam Brody, der beispielsweise als Seth Cohen in 92 Folgen von OC California zu sehen war, der in kleineren Rollen dann auch zum Beispiel als Benjamin in Mr. and Mrs. Smith mit Angelina Jolie und Brad Pitt zu sehen war, beziehungsweise als Daniel in dem absolut zu Unrecht zu unbekannten, großartigen Film Ready or Not auf die Plätze fertig tot. Dann sehen wir Sam Richardson in einer Rolle. Er hat als Richard Splatt 40 Folgen der Serie Veep die Vizepräsidentin begleitet. Jennifer Coolidge ist absolut großartig als Carey Mulligans Mutter in dem Film. Sie kennen ja wahrscheinlich eben die meisten als Stiflers Mom, was eben gemessen an dem, was American Pie inhaltlich aufgeführt hat und das, was Promising Young Woman jetzt quasi gerade ankreidet, eigentlich irgendwie schon auf ironische Art und Weise genial ist, dass Jennifer Coolidge genau in beiden Filmen mitspielt. Außerdem sehen wir Laverne Cox, die zum Beispiel in 40 Folgen als Sophia Bursett in Orange is the New Black zu sehen war. Christopher Means-Plasse, keine Ahnung, wie man dann ausspricht, kennt natürlich jeder als Vogel aus Superbad, beziehungsweise als Chris D'Amico aus dem beiden Kick-Ass-Filmen. Auch er hat in dem Film hier eine wahnsinnig geniale Rolle. Christopher Lowell beispielsweise ist neben diesem Film auch in kürzeren Rollen bei Up in the Air zu sehen, beziehungsweise war er der William Parker in 54 Folgen der Serie Private Practice. Last but not least möchte ich, obwohl er nicht einmal in den Credits erwähnt wird, den kurzen Auftritt von Alfred Molina nicht unerwähnt lassen, den die meisten von euch wahrscheinlich nicht aus Frida oder Magnolia oder Boogie Nights kennen, sondern als Doc Ock aus dem Spider-Man-Universum. Anthony Willis hat die Musik komponiert. Der ist witzigerweise jemand, der zwar als alleiniger Komponist bei relativ wenigen Projekten tätig war, der aber tatsächlich offensichtlich das Videospiel, ich weiß nicht, ob ihr jemals davon gehört habt, Fortnite oder irgend sowas betreut, aber der als Additional Music Komponist oder Supporter quasi auch bei Filmen wie Cowboys and Aliens, Ich einfach unverbesserlich 2, Drachenzähmen leicht gemacht 2, Pan, wo übrigens Amaranth Fennell auch eine kurze Rolle übernommen hat, in Jason Bourne, in Pirates of the Caribbean, Salazars Rache, in Wunder, Solo, A Star Wars Story, Ralph Reichts 2, Jumanji und so weiter, und The Kingsman zum Beispiel auch Musik beigesteuert, was ich persönlich wahnsinnig spannend finde. Frederick Thorwald hat das Editing von dem Film beigesteuert. Wir kennen ihn tatsächlich nicht als den Oscar-nominierten Cutter von Promising Young Woman, sondern wahrscheinlich in erster Linie durch seine Editing-Efforts von Filmen wie Ghetto Gangs, Die Hölle vor Paris oder wahrscheinlich mehr bekannt 96 Hours Taken, From Paris with Love, Sinister, Safe, Todsicher, Dead Man Down, beziehungsweise Peppermint Angel of Vengeance mit Jennifer Garner und dem ein oder anderen Actionstreifen. Auch last but not least, das Produktionsdesign von Michael Perry ist an der Stelle auch deswegen erwähnenswert, weil er relativ zeitnah zu Promising Young Woman auch das Produktionsdesign von Netflix's Texas Chainsaw Massacre gemacht hat. Nebenbei auch Filme wie Killer Elite oder It Follows begleitet hat. Ein Film, der meiner Meinung nach ebenfalls mit einem ganz besonders edlen Production Design auf sich aufmerksam gemacht hat.
Aber eines ist auf jeden Fall klar, Promising Young Woman ist optisch, aber dazu noch etwas später mehr, wird so wie inhaltlich ein absolutes Meisterwerk von einem Film und sollte definitiv gesehen werden. Und demnach ist es natürlich auch ein Film, der es sich verdient hat, in einer edlen limitierten Sammleredition im Regal zu stehen. Und die liefert uns Universal Pictures eben jetzt, Ende 2022, in Zusammenarbeit mit Nameless Media. Und ich freue mich, dass ich von Nameless ein Rezensionsmuster von diesem Mediabook bekommen habe, nämlich genauer gesagt von dem Cover E, das ich euch in der heutigen Ausgabe von Playzuckers Blu-ray Check genauer vorstellen kann. Das Mediabook von Promising Young Woman bietet, wie wir es von den Zusammenarbeiten von Universal Pictures und Nameless, auch beispielsweise bei Children of Man, The Hunt oder Hellboy 2 gewohnt sind, eine sogenannte C-Card, die sowohl oben mit einem kleinen schmalen Blu-ray-Banner als auch unten mit einem etwas größeren Teil auf das Frontcover lappt und dabei unten hier beispielsweise einerseits das Motiv fortsetzt bzw. natürlich als Hauptaufgabe trägt, links unten das FSK-Logo zu verewigen, ohne dass das irgendwie möglicherweise dann rückstandsbehaftet am Mediabook angeklebt werden muss. Wir können dann aber natürlich gleich einmal auf die Rückseite schauen, wo natürlich auch die ganzen Backcover-Informationen nicht auf das eigentliche Mediabook gedruckt werden mussten, sondern ihren Platz praktischerweise auf dieser C-Card finden. Da bekommen wir ein paar weitere Bilder aus dem Film, darunter zum Beispiel gleich links oben die Miniaturversion von demselben Motiv, das wir dann auf dem Backcover des Mediabooks an sich finden. Wir bekommen einige weitere Bilder aus dem Film, weitere Informationen, Cast-and-Crew-Details beziehungsweise dann auch die Details rund ums Bonusmaterial von diesem Release. Und dabei sei an der Stelle natürlich erwähnt, dass es sich bei der Blu-ray in dem Mediabook von Universal um ein Repack der bereits im November 2021 zum ersten Mal hierzulande veröffentlichten Blu-ray von Universal handelt. Das bedeutet, wir bekommen hier einerseits einen Audiokommentar von der Autorin und Regisseurin Emerald Fennell, der einerseits deutsch untertitelt ist und andererseits dabei meiner Meinung nach ganz besonders interessant durch diesen Film führt, weil sie, und das habe ich auch im Zuge meiner Recherche gelesen, eine ganz besondere Vision von dem Film hatte, die sie eben auch den Darstellern, die nicht ganz wussten, wie sie ihre Rollen anlegen sollen, mit ganz kurzen Worten und ganz, beispielsweise hat sie Carey Mulligan, als Grundlage für, wie soll sie ihre Performance anlegen, nicht etwa einen Textbeitrag geschickt, wie das läuft, sondern eine Playlist, unter anderem mit Toxic von Britney Spears, und damit daraus konnte sie dann machen, was sie wollte. Das ist wahnsinnig spannend, ihr dabei zuzuhören, wie sie eben ihre Vision einerseits zu Papier und dann natürlich eben zu bewegtem Bild gebracht hat. Dazu gibt's dann noch drei relativ kurze Electronic Press Kit Featurettes mit jeweils 3 bis 4 Minuten Laufzeit, die man aber bei der Kürze generell auch ganz gut schauen kann. Dazu dann natürlich noch die ganzen technischen Details und so weiter. Und last but not least, mit einem, finde ich, sehr schön gebrandeten Hologrammsticker hier auf der Rückseite von dieser C-Card, eure individuelle Limitierungsnummer von den insgesamt eben 402 Stück. Wir können jetzt dann eben einmal auch diese C-Card, die ja wie von diesen Universal und Nameless Mediabooks gewohnt, nicht am Mediabook angeklebt wurde, also hier sind gar keine Rückstände zu erwarten, auf das eigentliche Mediabook-Cover-Artwork blicken. Und da finde ich eben einerseits interessant, dass dieses Motiv, eben wie ich es bei der Covergalerie schon gesagt habe, mit so wenig Bild so viel Wirkung erzeugen kann. Einerseits haben wir eben hier den Promising Young Woman Schriftzug mit der Farbe, die von dem Kussmund runterläuft. Das ist im Übrigen derselbe Schriftzug, den wir beispielsweise auch deutlich größer eben auf dieser Spiegelversion von dem Cover B haben. Dabei sieht man eben aber, finde ich, auch hier auf dem Cover eh noch, dass es sich eben hierbei um verschmierten Lippenstift handeln soll. Dazu finde ich eben ganz interessant, wie nämlich einerseits Carey Mulligans entschlossener Blick, den sie eben kurz vor dem Finale des Films dann auch aufsetzt, sich hier über das Frontcover-Artwork wirklich wahnsinnig interessant transportiert und alleine dieser Blick schon eine wirkliche Aussagekraft hat. Dazu dann natürlich die verschiedenfarbigen Haarsträhnen, die sicherlich auch dazu beitragen, das Ganze auf den ersten Blick ein bisschen in die Richtung Harley Quinn zu sehen, was allerdings dem Film und dessen Ernsthaftigkeit auf gar keinen Fall gerecht werden würde. Dazu muss man auch dazu sagen, dass Nameless natürlich wie gewohnt auch bei diesem Film und bei diesem Cover wieder mit dem gewohnten Spotlack gearbeitet hat und damit einerseits den kompletten Titelschriftzug inklusive Kussmund beziehungsweise aber eben auch Teile von ihrem Krankenschwestern-Outfit, nämlich eben
die roten Elemente einerseits von dem Kreuz auf ihrem Käppchen, beziehungsweise eben hier auf ihrer Schulter veredelt hat. Wenn wir dann einmal über den Spine schauen, wo natürlich ebenfalls der Titelschriftzug mit dem partiellen Glanzlack veredelt wurde, und auf das Backcover wechseln, dann sehen wir eben hier, wie bereits angekündigt, formatfüllend dasselbe Bild von Carey Mulligan, das wir eben links oben bereits in kleinerer Version auf dem Backcover vom Mediabook gesehen haben. Das Ganze ist hier, finde ich, sehr schön vom Frontcover über den Spine auf das Backcover durchgehend als quasi zwar nur leicht farbverlaufend von etwas hellerem zu etwas dunklerem Grau, aber angesichts eben der Tatsache, dass es sich bei dem Film Promising Young Woman um ein eher dezenteres, subtileres Filmchen handelt, die meiste Zeit über, ist es natürlich auch logisch, dass bei diesem Film eine gezeichnete Artwork-Explosion à la Uncle Frank einfach nicht gepasst hätte. Wir können dann einmal ins Innere von dem Mediabook schauen. Da finden wir auf der linken Seite die Blu-ray, die eben dasselbe Motiv zeigt, das wir eben zum Beispiel auch auf dem Cover A sehen, beziehungsweise dass wir auch von der alten Keepcase-Version kennen, und das von uns hier bekannte Motiv, das sehen wir auf der DVD auf der rechten Seite. Dazu bekommen wir hier, finde ich, im Inneren zwei sehr, sehr schöne quasi Panorama-Fotos, die sich eben zum Beispiel hier von der linken Seite des Innenspiegels auf das Frontcover-Artwork vom Booklet fortsetzt, und dabei aber, finde ich, sehr schön eben Carey Mulligan beziehungsweise den scharfen Teil des Bildes auf das Frontcover vom Booklet setzt, das man ja eben immer sehen kann, ungeachtet dessen, ob die Disc jetzt eingelegt ist oder nicht. Und dasselbe gilt dann auch für das Bild auf der rechten Seite, wobei das in meinen Augen etwas ganz besonders Interessantes ist, weil es sich dabei nicht um ein Szenenbild handelt, was ja normalerweise für ein Mediabook-Innendesign verwendet wurde, sondern um ein Produktionsfoto, wo wir eben Emerald Fennell sehen, inklusive ihrem Walkie-Talkie mit Director-Aufschrift. Dann können wir natürlich auch in dem Fall durch das Booklet blättern. Das misst in dem Fall wieder 24 Seiten und ist wahnsinnig interessant ausgefallen, weil es von Dr. Susanne Capessa geschrieben wurde, die sich einerseits natürlich sehr intensiv und sehr interessant auch mit der Grundthematik des Films und der ganzen MeToo-Geschichte angenommen hat, aber natürlich auch über weite Strecken ganz speziell mit dem Film und dessen Inhalt und dessen Aussage beschäftigt hat. Wir haben es hier wieder mit einem Booklet zu tun, das über weite Strecken mehr oder weniger den Film nacherzählt, dabei aber eben die Aussagen, die die Autorin treffen möchte, in diese Nacherzählung der Handlung des Films einarbeitet, was es natürlich eben auch sehr interessant macht, weil eben wie bei einem Audiokommentar man dann halt eben immer den Zusammenhang und eben den Kontext und die Szene, auf die sich eine Aussage bezieht, sehen dazu, wo es eigentlich gemeint ist. Es gibt auch noch kurze Ausflüge einerseits ins Rape and Revenge Genre, beziehungsweise sehen wir auch einzelne Motive, Behind-the-Scenes-Fotos, beziehungsweise Details, die für die anderen Cover-Artworks von diesem Film verwendet wurden. Das Booklet ist ja eben grundsätzlich genauso wie das komplette Innendesign bei allen Mediabooks gleich, und deswegen finde ich es eben irgendwie interessant, wenn im Design von diesem Inneren des Mediabooks und vor allem des Booklets eben die einzelnen Coverversionen irgendwie vorkommen, damit man eben, selbst wenn man sich nur ein Mediabook tatsächlich selbst ins Regal stellen möchte, ein bisschen einen Überblick bekommt, und das bekommt man hier definitiv in einem haptisch, wie aber vor allem auch optisch wieder mal hervorragend verarbeiteten und absolut wunderschön produzierten und präsentierten Mediabook. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Eine grottenschlechte Überleitung von dem optisch wunderschönen Mediabook zu dem wahrscheinlich auch optisch wunderschönen Film. Weil ganz im Ernst, Promising Young Woman ist eine Kinoproduktion aus dem Jahr 2020, die jetzt eben vergangenes Jahr über Universal Pictures zum ersten Mal auf Blu-ray veröffentlicht wurde und jetzt im Mediabook ein Repack erfahren hat. Zu erwarten ist hier einfach saubere, ansprechende Bildqualität. Und ob es da
es sich um genau eine solche handelt, das schauen wir uns aber trotzdem jetzt der Vollständigkeit halber noch einmal an. Wie üblich habe ich auch für dieses Review einige selbstverständlich komplett spoilerfreie Screenshots mitgebracht, möchte allerdings noch einmal darauf hinweisen, dass auch wenn ich diese Bilder allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Promising Young Woman ist ein wunderschöner Film. Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass, wie wir am Anfang des Reviews schon klargestellt haben, Autorin und Regisseurin Amaranth Fennell ein ganz klares Bild von dem hatte, was sie bei dem Film zeigen wollte. Und das ganz offensichtlich nicht nur inhaltlich bzw. sprachlich, sondern eben auch bildsprachlich. Und das, was sie dann eben gemeinsam mit ihrem Kameramann Benjamin Cracoon auf die SD-Karte gebannt hat, das sieht einfach nur großartig aus. Von eben langen Szenen, härteren Szenen, die sich einfach nur schmerzhaft in unsere Retinas brennen werden. Wer den Film gesehen hat, weiß genau, was ich damit meine. Bis hin eben zu der grundsätzlich eben knallbunt Harley Quinn-esken Ästhetik, insbesondere bei den etwas helleren, fröhlicheren Szenen im Coffeeshop, beziehungsweise teilweise eben auch ganz bewusst den eigentlichen Inhalt der Szene konterkarieren. Das ist visuell brillant. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt fast schade, dass der Film nicht für seine Optik beziehungsweise seine Visualisierung auch irgendwie eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Aber was ich in dem Bereich dann teilweise sogar ein bisschen schade finde, ist, dass man natürlich mit entsprechend hochwertigem Equipment arbeiten konnte, so kam bei dem Film Promising Young Woman eine Arri Alexa Mini mit Panavision G-Series Linsen zum Einsatz, die dann allerdings im ProRes 4444 Quellformat leider nur eine Auflösung von 2,8K auf der Kamera hatte. Davon wurde dann logischerweise ein 2K Digital Intermediate für die weitere Bearbeitung erstellt und das dann für die respektive 1K Blu-ray umgewandelt. Das ist natürlich trotzdem ein qualitativ übergeordnetes Master und demnach kann mit diesem Ausgangsmaterial die High Definition Blu-ray ihr Potenzial voll ausschöpfen. Was ich an dieser Tatsache allerdings relativ schade finde, ist, dass selbst wenn sich Universal irgendwann mal dazu entscheiden würde, Promising Young Woman das Upgrade auf eine 4K UHD zu bringen, zu gönnen, dass es sich dabei zwangsläufig nur um ein Upscale handeln wird. Natürlich trotzdem mit der doppelten fast Auflösung gegenüber der Blu-ray, beziehungsweise Erweiterungen wie HDR und Dolby Vision, aber trotzdem halt ein Upscale und nicht natives 4K. Aber das ist im wahrsten Sinne des Wortes Zukunftsmusik. Schauen wir uns dann eben einmal weiter die Slideshow von diesem Film an. Ich denke mir, einige der Aussagen, die ich eben bereits in diesem Video über die Bildqualität getroffen habe, werdet ihr schon bestätigt gesehen haben. Einerseits eben die abwechslungsreiche visuelle Ästhetik mit den oft knallig bunten Farben, beziehungsweise aber dann eben auch einige etwas düsterere Farben, wobei da das qualitativ hochwertige Kamera-Equipment natürlich auch dazu beigetragen hat, dass selbst in den dunkleren Szenen das Bild immer noch schön detailliert und durchzeichnet bleibt, dass der Schwarzwert angenehm satt ist, dass das Bild eben auch eine gewisse Farb- und Kontrastdynamik aufweist, wie man das von einer aktuellen Kinoproduktion erwarten würde und dass natürlich Universal auch in dem Fall mit dem Speicherplatz nicht gegeizt hat und der 114 Minuten lange Film satte 35,3 GB auf der Disc belegt, was dem Encoder natürlich vor allem bei diesem sehr ruhig gehaltenen Film alle Freiheiten gelassen hat. Mir sind beim Anschauen von diesem Film keinerlei wie immer geartete Kompressionsspuren aufgefallen, keine Block- oder Artefaktbildung, kein Banding in homogenen Hintergrundflächen. Das ist ein wirklich sauber und wundervoll encodiertes 1080p Blu-ray-Bild, das natürlich mit seiner qualitativ hochwertigen Vorlage auch sehr schön arbeitet und uns bedingt durch die digitale Ästhetik natürlich auch ein sehr ruhiges und komplett rauschfreies Bild liefert, wobei man über die Arri Alexa Mini aber natürlich auch dazu sagen muss, dass diese Kamera sehr wohl auch eine entsprechende cineastische Optik kann und dadurch ein bisschen Tiefenschärfe bietet und eben nicht diese flache Videooptik, wie man es bei den günstigeren digitalen Kameras kennt. Das ist etwas wirklich Schönes und hier kann man eben sowohl mit den eingefangenen Bildern als auch mit deren Aufbereitung für das High-Definition Heimkino-Medium wirklich mehr als nur zufrieden sein. Kennt ihr dieses Gefühl dieser
sprichwörtliche Schlag in die Magengegend? Eigentlich eine blöde Frage, ihr hört mittlerweile schon seit wie lang eigentlich meine Stimme furchtbar. Aber ganz im Ernst, Promising Young Woman ist ein Film. So sehr ich auch gerne in meinen Reviews scherze, so sehr bleiben mir bei der genaueren Betrachtung von diesem Film die blöden Witze auch wirklich im Hals stecken. Es ist ein ernstes Thema, es ist ein ernster Film, aber es ist ein Film, der extremst geschickt mit seiner Ernsthaftigkeit spielt, der teilweise eben vor allem durch das fantastische und zu Recht Oscar-nominierte Schauspiel von Carey Mulligan eben die Ernsthaftigkeit des Films ein kleines bisschen eben bewusst auf die leichte Schulter nimmt, das Ganze eben auch visuell mit seinen knallig bunten Farben zelebriert und eben diese von mir schon öfter angesprochene Harley Quinn-Ästhetik bietet. Der Film, der es dann allerdings trotzdem schafft, mehr oder weniger in einem fast Peitschenschlag-Syndrom hervorrufenden 180-Grad-Kehrtwende, es schafft, den Zuschauer dann zu fokussieren, wenn er fokussiert sein muss. Und das, was einem der Film in seinen letzten 20 Minuten, in seinem Finale alles um die Ohren haut, das ist unglaublich. Promising Young Woman ist einer der Filme, der einen sprachlos zurücklässt und der einem definitiv einzelne Bilder in seine Retina einbrennt. Da könnte man dann bei Wild Wild West wahrscheinlich einen kleinen Projektor damit bespielen, wobei ich nicht weiß, ob ich diese Szenen so bald wieder sehen möchte. Und der definitiv nämlich eben länger hier oben bleibt, länger zum Nachdenken anregt. Und damit hat Autorin und Regisseurin Emerald Fennell, glaube ich, genau das geschafft, was sie bei diesem Film wollte. Ein Thema ansprechen, dabei aber bei weitem nicht mit der üblichen Moralkeule zuzuschlagen, sondern den Film, das Thema und seine Protagonisten, nämlich inklusive der bösen Männer, allesamt ernst zu nehmen, ihnen allesamt interessante Charaktere zu geben, weit, weit weg zu sein von dem klassischen Gut gegen Böse und damit einen wirklich interessanten Film, eine interessante Filmerfahrung zu liefern, die einen einfach 2 Stunden in ihren Bann ziehen wird. Und deswegen kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen, falls ihr aus welchem Grund auch immer den Film Promising Young Woman noch nicht gesehen habt, dass ihr das spätestens jetzt nachholt. Jetzt gibt es nämlich in Zusammenarbeit mit Universal Pictures und Nameless Media insgesamt 5 auf jeweils circa 400 Stück limitierte Mediabooks, die verschiedene Motive des Films darstellen, dabei weniger die typisch knallige Mediabook-Ästhetik an den Tag legen durch explosiv gezeichnete Cover-Artworks, sondern eben auch mehr sich zurücknehmen und mehr, so wie es eben auch der Film darstellt, auf den Inhalt fokussiert sind und dabei, je eher man den Film gesehen hat, desto eher findet man da sein passendes Motiv, was fast irgendwie ironisch ist. Aber es ist definitiv ein sehenswerter Film, es ist wie von Nameless gewohnt ein hochwertig verarbeitetes, optisch wie haptisch ansprechendes Mediabook mit hochwertigem Diskmaterial drinnen und ein Film, glaubt's mir's, den man unbedingt gesehen haben sollte.